Gut, schauen wir mal. Wie kommen Sie mit der Suche voran? Sind Sie auf irgendeine Spur von Ian gestoßen? Okay, Ian habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, ich müsste die Orte absuchen, ne? Ich glaube, die Familie lebt östlich oder nordöstlich von hier. Ich kann aber nicht genau sehen, wohin sie geht, weil sie immer im Dunkeln reist. Die könnten sich an allen möglichen Orten verstecken. In Hamiltons Schlupfwinkel, im alten Moonbeam Kino oder in der Metrostation Northwest Seneca. Gut. Alles gleich. Dann. Wenn ich die Familie. Schauen wir mal auf der Map. Moonbeam, Schlupfwinkel, Northwest Station, Seneca. Das ist ja alles in der Nähe hier. Kann ich mir irgendwie einen Wegpunkt setzen? Jawohl, kann ich. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich da mal hin, ne? Und schau mal, ob der liebe Ian da irgendwo ist. Aber ich habe echt noch wenig Stimpaks. Muss schon mal dezent aufpassen. Jetzt bin ich mit diesem Scheiß. Boah, das ist. Das ist ungewohnt. Gut, würde ich sagen, hinein ins kühle Nass. Dann gehen wir mal da lang. So, erstmal gucke ich mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Bei dem Wohnwägelchen. Da liegt nix. Der Roboter ist anscheinend auch freundlich. Irgendwas hat mich gespottet. Boom. So, das ist die erste Anlaufstelle. Gucken wir mal. Dort. Den lieben Ian finden. Die Familie. War das die Sache hier mit den Kannibalen, die es ja hier gab auch. Ich sag, ich mal rein, ha? Schauen wir mal. Weil wenn, dann würde ich mich ja hier in so einer Geschichte verstecken, ne? Da liegt schon mal jemand.
Sie sind nicht hier, um meine Geheimnisse zu klauen, oder? Hey, Murphy. Nein. Gut, ich hatte schon Angst, mein Labor hier zurücklassen zu müssen. Ich hätte wieder ganz von vorn anfangen müssen. Es ist nicht einfach, Ultrajet herzustellen. Was zum Kuckuck geht's hier eigentlich? Noch nie davon gehört. Ultrajet hat fast doppelt so viel Potenzial wie Jet. Perfekt für Ghule. Wissen Sie, Jet hat bei uns fast keine Wirkung. Das einzige Problem ist, dass es fast unmöglich ist, alle Zutaten aufzutreiben. Ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ist okay, aber in dieser Welt gibt's nichts umsonst, lieber Murphy. Ach nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass Sie von der verdammten Wohlfahrt sind. Ja, zum Glück. Für einen Ultrajet braucht man drei Dinge. Von zwei der Zutaten habe ich reichlich. Die andere ist schwieriger zu finden. Zuckerbomben. Für jede Kiste Zuckerbomben zahle ich 15 Kronkorken. Wie wär's? Gut, ich bin dabei. Gut. Machen Sie sich jetzt auf den Weg. Ich habe viel vorzubereiten. Was gleich in Zuckerbomben finden. Scheiße, was ist das denn für ein hässliches Ding? Ja, aber du. Wollen Sie sich ein Problem einhandeln? Nein, ich suche nur einen Jungen, einen Vermissten. Gut, hier gehe ich weg. So. Hey, aufpassen, klar. Alles gut. Meine Güte. Da haben wir nichts Passendes. So, abgesägte Schrotflinte. So. Schreibtisch ist leer. Der auch. Das brauchen wir auch nicht. Aber die Minenkiste. Die können wir mitnehmen. Ja, gibt's was? Gut, das heißt, hier ist nix. Da höre ich was crunchen und futtern und snacken. Ja, alles platt. Junge, okay, dann hier ins Face. Ich muss dringend Medizin irgendwie leveln. Das sollte man auch nicht hier vernachlässigen. Oh, es gibt 4 Trefferpunkte nur. Das Pisswasser, das alte. Okay. Ist er auch nicht. So, Instapüree. Fleisch und Bohnen. Gut, also scheint es das hier nicht zu sein.
Okay. Und hier in den Läden, da geht's überall nicht rein. Wobei, hier geht's rein. Disziplin ist die Seele der Armee. Durch sie wird eine kleine Einheit zum Heer. Die Schwachen erzielen Erfolge und alle erfahren Anerkennung. So. Schnauze. Aber mehr ist er auch nicht. Nur die paar Kakerlaken. Bisschen Milch. Bisschen Suff. Zuckerbomben. Sehr gut. Die brauchen wir auch. Aber mehr ist er echt nicht. Gut. Dann gehen wir Hamiltons Schlupfwinkel. Lass mir da mal hingehen und gucken. Da. Okay. Schauen wir mal, ob er dort ist. So, da hinten ist irgendwas. Maulwurfsratte, oh Junge. Gut. Dankeschön. Und weiter geht's. Konnte man dem Spiel eigentlich rennen? Das weiß ich gerade auch gar nicht, ob das ging. So, da ist irgendwas. Zwei Stück. Zwei, drei Maulwurfsratten. Wo ist der Schlupfwinkel? Das ist unter mir. Okay. So, wie komme ich da jetzt rein? Muss irgendein Höhleneingang sein oder sowas? Ich glaube da. Okay, da sind Gitter. Okay, schauen wir mal.
Alles. Die Familie mit dem lieben Ian. Oh, ist ja echt schon super lange her, dass ich das gespielt habe. Das ist schon mal ein Kinderroller. Und Regale. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Das ist schon mal gut. Eine Werkbank. Okay, ich weiß aber immer noch nicht, wie ich eine Waffe baue. Ich lurch. Haben wir schon mal eine Mine. Okay. Finde ich aber auch schön, dass sie hier das Aussehen der Waffenwerkbänke oder generell der Werkbänke über die Jahre mitgenommen haben, beibehalten haben. So, Orientierung vom Feinsten. Ich glaube, ich muss hier lang. Nee, ich kam von hier. Ey, Kenners. Dann bin ich hier rein. Komm hier runter. Also gehen wir mal hier durch. Oh nee, ein Ratskorpion. Oh nee. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher. Oh, Junge. Da will ich hier jetzt schon gar nicht mehr sein. Gewicht 5. Okay. Was haben wir hier? Ist nichts mehr. Da trippelt und trappelt was, da liegt einer, das ist nicht gut. Gönnen. Da trippelt noch was. Spinn, 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 die sind alle leer. Das war noch einer, ne?
ist nur Gott. Ich glaube, da hinten ist auch noch einer. Zwei Minimum. Oh shit. Ist er? Ich habe aber keine Ahnung, ob der wirklich hier unten ist. Kind. Wir kommen beide, ne? Das ist platt. Oh, kack, die Wand an. Der andere ist resettet. Oh, in den Räumen sind auch noch welche, ne? Das sind ganz viele. Oh, shit. Auf. Danke. Da sind hier noch mindestens drei irgendwo. Schnell. Das kann man nicht mal reparieren. Gut. Anspaltungsbatterie. Wunderkleber. Okay. Und da pimmelt irgendwas in der Wand rum. Ey, ich habe jetzt keine Ahnung. Hm? Was sind Kakerlaken? Boah, geil. Ey, da bin ich ja froh, dass nur so scheiß Kakerlaken sind. Ich glaube, man kann es auch hören, ne? Spielzeugauto und Lunchbox. Cockroaches? Ja, bitte. Das ist noch ein Spielzeugauto. Stützbandage. Dann schauen wir mal hier rein. Aber hier ist auch nix. Außerdem Skorpion, der da in der Wand am Rumbacken ist. Gut, okay.
5 mm Schuss. Okay, das klingt nach Minigun. So. Kakerlaken. Gut. Der hat einen Maddox. Sieht aus wie eine Treppe irgendwie nach unten, ne? Hier ist ein Radio. Schmutziges Wasser. Oh, Alter, gibt's ja super viel Stuff hier. Jede Menge Buff-Out, Mentats. Gleisnägel. Okay. Ja, auch nochmal. Psycho. Geil, Stimpaks. Da gönne ich mir eins. So, was haben wir hier? Nichts. Pfeile. Whiskyflasche. Nehmen Deckung. Warte mal, diese Magazine, ne? Die konnte man doch lesen. Und dann gab es doch dauerhaft, glaube ich, einen Boni, oder? Falsch im Einzelhöhlt. Ja, genau. Und Sprengstoff im Einzelhöhlt. Okay. Kartoffelchips, Eichhörnchen, Leguan. Das gab auch HP. Da steht alles rum. Ist ja ein Träumchen. Cherry Bomb. So. Ihr Lieben. Aber immer noch keine Hinweise. Vom lieben Ian. Warte mal, es gab ja doch eine lokale Karte. Ja, genau. Also, da hinten noch. Da geht's noch weiter. Oh, das ist so gruselig. Das ist so gruselig und eklig. Und ich hasse das. Ich hasse sowas. Das ist... Igitt, da schaudert's mich. Ah, siehst du, hier ist noch was. Ah, okay. Zellentür. Erfordert Schlüssel. Okay. Okay, 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 okay. Ist das die Sache? Wo ich den herbekomme? Irgendwo was rumliegt. Mal gucken, ich glaube aber nicht. Hier war auch nichts. Wieder
zurück. Okay, gut. Also das bringt mir momentan auch nichts. Nicht möglich. Also ein bisschen EP, aber... Mehr ist hier nicht. Gut. Dann schaue ich mich mal bei der letzten Position um. Nämlich hier beim Moonbeam. Freiluftkino, das da hinten ist.